Der nächste Redner ist der Klubobmann der ÖVP, August Wöginger. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Frau Bundesministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf auch auf der Tribüne eine Ortsgruppe des Seniorenbundes aus Strehm aus dem Südburgenland ganz herzlich willkommen heißen und natürlich die dazugehörige Präsidentin sitzt auch auf der Loge, liebe Ingrid Korosek, du bist auch Präsidentin des Seniorenrates, sehr auch herzlich willkommen geheißen in unserer Runde zum Thema der Pensionen. Frau Kollegin Belakovic, wenn du immer kurz redest, dann weiß man, dass das Gesetz, das vorliegt, ein gutes ist, weil wir eigentlich die Pensionsanpassung hier durchführen, so wie es das Gesetz auch vorsieht. Die rollierende Inflation wird abgegolten und das seit Jahren. Wir haben in den letzten 3 Jahren die Pensionen um über 20% angehoben, notwendigerweise, weil die Inflation hoch war, das ist richtig, mit 5,8% 23, 9,7% 24 und jetzt liegt vor für das kommende Jahr, also diese Bundesregierung sichert die Pensionserhöhung 2025 für alle Pensionistinnen und Pensionisten genau mit dem Wert, der errechnet wurde, mit 4,6%. Und wenn man sich das, ja, das ist uns wichtig. Es ist uns wichtig, dass die Kaufkraft auch im Bereich der älteren Generation erhalten bleibt. Und ein Wort auch zur Kaufkraft, weil es wird alles hergenommen. Es wird hergenommen die Inflation, es wird hergenommen, dass wir viel Geld ausgegeben haben. Ja, aber wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden. Und was wir haben die zweitstärkste Kaufkraft nach Luxemburg. Und Luxemburg ist das Beverly Hills in Europa, wenn man das so nennen mag, ja, mit rund 600.000 Einwohnern. Wir haben die zweitstärkste Kaufkraft und die Kaufkraft ist gestiegen. Das heißt, diese Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass sich die Menschen und insbesondere auch die Pensionisten das Leben noch leisten können in unserem Land. Und dazu stehen wir auch. Wenn man sich die Mindestpensionen anschaut, zu Beginn dieser Legislaturperiode, wo wir begonnen haben, vor 5 Jahren hier gemeinsam für das Land und die Menschen zu arbeiten, hat die Mindestpension 933 Euro betragen. Im Jänner, ab Jänner wird sie betragen 1274 Euro. Das ist ein Plus von 340 Euro in dieser Zeit. Es ist eine Erhöhung von fast 28%. Wir haben's. Was heißt, das ist Inflation, Frau Kollegin? Das ist sockelwirksam. Das bleibt den Pensionisten, Pensionisten im Sockel erhalten. Der Sprit hat kostet 1,80, 1,90 vor einiger Zeit. Jetzt habe ich Tankstellen gesehen, wo der Diesel wieder unter 1,40 hat. Ja, was gut ist, wir begrüßen das, dass diese Preise nach unten gehen. Aber das Geld bleibt bei den Pensionistinnen und Pensionisten. Das ist sockelwirksam erhöht. Und eigentlich werden Sie das zu erklären, wenn Sie da nicht zustimmen bei dieser Pensionsanpassung. Und ich wette, Sie stimmen zu, weil Sie gar nicht anders können. Weil wenn man das sieht, dass da 27% dazugekommen sind in den letzten Jahren in dieser Legislaturperiode. Ja, das ist aber auch nicht selbstverständlich. Ja, vielleicht nimmt das Geschrei da einmal ein, da drinnen, ja, in der nächsten Legislaturperiode, weil es auch nicht notwendig ist, ja, meine Damen und Herren. Ich lebe an der bayerischen Grenze. Und seien wir mal ehrlich, schauen Sie sich einmal die Pensionshöhen in Deutschland an. Jetzt ist Deutschland das Riesenwirtschaftsland in Europa, das Riesenland des Wohlstandes, so wird es ja seit Jahrzehnten beschrieben. Ich möchte mit Deutschland zu keiner Minute tauschen, was die Pensionshöhen anbelangt. Ja? Aber weil wir sonst mit allen Ländern der Welt immer verglichen werden. Wir haben ein gutes Pensionssystem. Bei uns können die Pensionistinnen und Pensionisten mit dem, was sie an Pension bekommen, auch das Leben gestalten. Und darum geht es uns, dass dieser Wohlstand auch bei der älteren Generation gegeben ist und dass dieser auch erhalten bleibt. Und da haben wir als Volkspartei und in dieser Bundesregierung alles dazu getan in den letzten Jahren, nicht nur mit den Pensionserhöhungen, sondern auch mit den Steuerentlastungen. Die Abschaffung der kalten Progression wirkt sich natürlich auch positiv bei jenen Pensionistinnen und Pensionisten aus, die die Steuern bezahlen. Wirkt sich natürlich auch die Absenkung des Eingangssteuersatzes aus. Ja, alles, was hier in diesem Bereich gemacht wurde, kommt natürlich auch den Pensionistinnen und Pensionisten zugute. Das ist richtig so. Und eins muss man natürlich sagen, wenn ich in das System weniger einzahle, dann bekomme ich am Ende des Tages auch weniger heraus. Wir haben ein Umlageprinzip und wir haben aber sogar gestützte Systeme auch für jene Bereiche, die
es schwieriger haben, auch im Sozialversicherungssystem. Wir haben hier einen solidarischen Ausgleich. Bei uns gibt es Bauernpensionen, von denen die Bäuerinnen und Bauern auch in ihrem wohlverdienten Ruhestand auch leben können. Das ist eine Auszeichnung für unser Land und dazu stehen wir auch, meine Damen und Herren. Und eines ist mir noch wichtig, mit diesem Gesetz beschließen wir nicht nur die Pensionsanpassung für das kommende Jahr, wir setzen auch die Schutzklausel fort für das Jahr 2025. Das heißt, es braucht sich niemand Sorgen und Gedanken machen, der im kommenden Jahr in Pension geht, dass die Pension nicht auch voll aufgewertet ist. Das wird damit auch klargestellt. Und wir setzen die Aliquotierung befristet noch ein weiteres Jahr aus. Das heißt, alle, die jetzt in Pension gehen, bekommen dann auch ab Jänner die volle Pensionsanpassung und nicht einen Teil davon. Das setzen wir ein weiteres Jahr aus, weil es gerade in Zeiten wie diesen auch notwendig ist, dass man hier den Menschen die Sicherheit auch gibt, den Seniorinnen und Senioren, sie können sich darauf verlassen. Wir wurden hier oft kritisiert und wir wurden auch mit Anträgen hier konfrontiert. Ich habe immer gesagt von diesem Rednerpult aus, wir stehen dazu, wir werden das so umsetzen, dass nicht nur die Pensionserhöhung, die Schutzklausel, sondern auch die Aliquotierung für ein weiteres Jahr ausgesetzt wird. Versprochen, gehalten, das Gesetz liegt da. Ich bitte auch um Ihre Zustimmung diesbezüglich. Und zu guter Letzt, weil immer das gesamte System auch in Frage gestellt wird, ich bekenne mich dazu, dass wir ein gutes Pensionssystem haben. Das Pensionsantrittsalter ist in den letzten 5 Jahren um 1 Jahr gestiegen. Natürlich müssen wir alles dazu tun, dass das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche so schnell wie möglich herankommt. Wir haben ja jetzt auch die Regelung, die ja vor 30 Jahren beschlossen wurde, dass das Frauenpensionsantrittsalter jetzt sukzessive bis zum Jahr 2033 auch an das gesetzliche Antrittsalter der Männer herangeführt wird. Das heißt, das gesetzliche Antrittsalter wird dadurch auch steigen. Und daher halte ich nichts davon, wenn ständig unser Pensionssystem infrage gestellt wird, schlecht geredet wird, es so hingestellt wird, als ob es in keinster Weise mehr finanzierbar wäre. Das verunsichert auch die ältere Generation. Und ich bitte hier auch um Sensibilität. Die ältere Generation hat dieses Land aufgebaut. Viele Tausende, Hunderttausende davon haben ihr Leben lang gearbeitet. Sie haben ein Recht darauf, dass ihnen die Pension auch abgegolten wird, vor allem auch die Pensionserhöhung, die ihnen auch zusteht durch die Inflation. Das machen wir von der Volkspartei und in dieser Bundesregierung. Die Seniorinnen und Senioren können sich auf uns verlassen. Lob für das österreichische Pensionssystem kommt von August Wöginger von der ÖVP und er reagiert auf die Kritik seiner Vorrednerin von der FPÖ und appelliert an die Freiheitlichen, der Pensionserhöhung zuzustimmen. Für dieses Gesetz braucht es nämlich eine Zweidrittelmehrheit und daher zum Beispiel die Stimmen der freiheitlichen Abgeordneten.